Meine Lieben, ich möchte euch nicht zu viel Zeit rauben, aber ich möchte euch erklären, was ihr heute am 2. Februar tun solltet, um die 40-tägige Gebetsaktion, die ihr auf euch genommen habt, um euer Haus der heiligen Familie zu weihen, zu beenden. Wir möchten euch heute dazu ermutigen, einer heiligen Messe beizuwohnen, je nach Möglichkeit, physisch oder online, nach Möglichkeit vielleicht in eurer Pfarrkirche oder im besten Falle in einem marianischen Sanktuarium. Zweitens, bereitet bitte eine große Kerze vor, nach Möglichkeit eure Taufkerze, und entzündet diese während des Weiheaktes. Wenn ihr keine Taufkerze habt, versucht eine zu besorgen. Es ist eh sehr ratsam, eine große Kerze zu Hause zu haben, die man in Gefahrensituationen oder Versuchungen anzündet. Ebenfalls möchten wir euch dazu ermutigen, an diesem Tag einen Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Dazu wird es auf unserem Kanal eine separate Übertragung um 15 Uhr geben, wo ich mit euch live beten werde. Alle Links werden in der Beschreibung hinzugefügt. Ebenfalls werden wir heute Abend eine ausführliche Weihe an die Heilige Familie vollziehen, wo wir um 20.30 Uhr mit dem Rosenkranz beginnen. Um 20.30 Uhr. Um 20.30 Uhr wird das sicherlich umfangreicher sein als um 15 Uhr. Man muss sich ein wenig mehr Zeit dafür nehmen und ich weiß nicht, ob die Kinder es schaffen, so lange wach zu bleiben. Um 21.15 Uhr wird dann der eigentliche Weiheakt vollzogen, direkt nach dem Rosenkranz, so dass ihr euch anschließen könnt. Die Links zu den Übertragungen, wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung. Schickt diesen Link gern weiter. Vielleicht finden sich noch mehr Menschen, die ihr Haus der heiligen Familie weihen möchten. Und wenn ihr das individuell tun möchtet, dann findet ihr den Weiheakt in der Beschreibung, wie du oder wie ihr es selbst sprechen könnt. Wenn ihr euer Haus selbst der heiligen Familie weihen wollt, so möchte ich euch bitten, dies gemeinsam mit euren Familienangehörigen zu tun. Betet zusammen den Barmherzigkeitsrosenkranz und den Hymnus »Komm, Schöpfergeist«. Diesen Hymnus findet man problemlos im Internet. Bereitet bitte ebenfalls Weihwasser vor, um nach diesem Weiheakt das Haus mit Weihwasser zu besprengen, mit der Bitte, dass Jesus, Maria und Josef eben aus eurem Haus ein Nazareth machen, dass euer Haus erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dass dort die heilige Familie Einzug hält und die Sünde keinen Zutritt hat. Entscheide dich dazu, in diesem Weiheakt, auch wenn wir sündig und schwach sind, sind solche Weiheakte sehr, sehr wichtig für uns. Also nochmal zusammenfassend. Am 2. Februar um 15 Uhr die Übertragung des Barmherzigkeitsrosenkranzes auf Theobankologia. Ich werde diesen Kanal hinzufügen. In polnischer Sprache. Und auf Menschenfischen ebenfalls möglich. Auch dieser Link wird hinzugefügt. Teilt und liked bitte dieses Video auch auf Facebook, dann kriegen es mehr Menschen mit. Pater Dominik Mielewski wird die Betrachtungen des Rosenkranzes um 20.30 Uhr übernehmen. Und wenn du dein Haus individuell und nicht während der Übertragung weihen möchtest, so bete an diesem Tag, wie gesagt, den Barmherzigkeitsrosenkranz, den Hymnus, komm Schöpfergeist, während dieses Gebetes zünde eine große Kerze an, welche Christus als Licht deines Hauses symbolisiert. Bete gemeinsam mit der Familie und weihe dich und deiner Familie der göttlichen Barmherzigkeit. In der Beschreibung findest du ein Beispiel, wie du das tun kannst. Du kannst auch mit eigenen Worten dein Haus der heiligen Familie weihen. Ich segne euch und ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, diese Weihe mitzumachen und dass die heilige Familie für euch wichtig ist. Und wir sehen uns beim Rosenkranz um 20.30 Uhr.